Theoretisch kann ich 20 Tonnen Eisen bauen. Ich mache jetzt auch gerade 20 Tonnen Eisen. Aber naja, mein Verbrauch ist halt auch 20 Tonnen Eisen. Ich habe Probleme. Ich brauche, glaube ich, mehr Eisen langsam. Ich muss mich hier demnächst nochmal drum kümmern. Kakao könnte ich da drauf abbauen. Ja gut, das geht natürlich. 128 Felder nur. Das ist halt Alter, richtig das, easy. Das eine Battleship, der eine Battlecruiser ist fast fertig. Also der muss jetzt noch knappe 3 Minuten bauen. Also weniger, der ist jetzt bei 2,30 knapp. Und ich habe schon wieder 11 Tonnen schwere Geschütze. Von 25. Wie sieht das eigentlich mit Schokolade aus? Schiebe ich dir da schon welche rüber? Schokolade? Ja. Tue ich. Brauchst du mehr Schokolade? Bringt das was? Jein. Also Schokolade habe ich tatsächlich gerade 250 Tonnen. Also du brauchst mehr Schokolade. Noch brauche ich auch vor allem keine Schokolade. Die wird bei mir immer mehr, aber die Leute wollen halt bei mir noch keine Schokolade. Noch nicht. Noch nicht. Also mehr Schokolade. Ja, ich freue mich schon richtig auf die Dampf-Carriages, Alter, wenn die kriegen. Wird auch nochmal eine richtig tolle Sache. Wir haben jetzt in der neuen Welt die wunderschönen Inseln Tropico, Covid-19, Corona, SARS-CoV-2, China Flu und Milka. Oh Junge, und Milka, Alter. Ich werde nicht mehr. Was dagegen? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ah, ein weißes Blatt Papier. Ich bin dafür, dass wir hier die Waffenfabriken mal ein bisschen wieder zurückgehen ans... Halt. Den möchte ich nicht überkleben. Weil Clement Langhorne ist ein bekannter Schriftsteller. Ja, keine Ahnung. Industrialist J.H. Miltwaddle. Oh ja, deine Familie ist in Gefahr und they're coming for your children. Sie wollen ihre Kinder holen. Der Feind kommt, um unsere kleinen Wattebomben zu verschlägen. Ja, gut, wollen dann... Sie dabei zusehen oder sich lieber sofort verpflichten und die Absichten der teuflischen Ausländer... Was? Was drucken wir in unsere Nachrichten? Warte, hier, pass auf. The enemy are coming to devour our little cherub's hole. Will you stand by and watch or will you immediately enlist the moment you've read this and put pay to the devil outside once and for all? Das geht... Das ist besser als Ausländer. Das stimmt sogar. Also, publish? I'm still so excited for us. Der Präsident hat approved. Censorship is not always the grand... Dies war natürlich. Oh, ich sehe. Ich weiß, ich sehe, was hier vom Stapel gelaufen ist. Ja, auch ich sperre eine Flotte 11. Allerdings ist meine Flotte noch in den Kinderschuhen. African Queen. Das Schiff heißt ja legit im Englischen African Queen. Ach ja, ich weiß nicht, ob du die News alle gelesen hast, aber... If it's a fight you want, Great Eastern. Should I scrub that mark from your name? Ah, schon wieder. Wollen sie aufnehmen, das Projekt? Krass. Attention for the Admiral. Muss ich aber jetzt mal... nur die Great Eastern und nicht die West Eastern. Nein, West India, Entschuldigung. Ach, ich weiß nicht, nur die Great Eastern. Achso, die Great Eastern. Oh Gott, ich war jetzt gerade bei der. Die wollen sie wieder aufnehmen. Krasser Shit. Also IRL jetzt oder in Anno? In Anno. Oh, krass. Ready for action. Wo gibt's denn den Artikel? Im Uplay. Dingens.
Das war, meine ich, im Dev-Blog zu Paläste der Macht, was sie alles machen wollen. Oder? Nee. Aber wo waren das? Dev-Blog Paläste der Macht, da kann ich dann ja mal gucken nach Great Eastern. Ein frohes Jubiläum war es. Ah, ein frohes Jubiläum. Direkt in der großen letzten Message. Meine ich. Ja, ich hab großes Jubiläum gar nicht mitgekriegt. Oder irgendwo haben sie es geschrieben. Ah, ich weiß nicht mehr. Kann ich nochmal nachgucken. Nee, da auch nicht. Wo waren das? Aber sie haben es geschrieben, ich weiß nicht mehr wo. Schick mir einfach den Artikel, wenn du es wiedergefunden hast. Ja, muss ich. Werde ich machen. Ist, glaube ich, jetzt doof, dass wir jetzt die Quest haben, dass wir anarchistischen Artikel da reinstellen müssen, oder? Ja, die hatten wir aber schon, seitdem das angefangen, also seit Dings. Gut, kriegen wir jetzt aber nicht fertig, oder? Das ist schon ganz korrekt. Linische Schiff Nummer 4 ist fertig. Und ich habe jetzt das Schiff tatsächlich Simon Bolivar nennen dürfen. Oh, krass. Ich glaube, ich nenne die jetzt einfach alle um nach irgendwelchen lateinamerikanischen Revolutionsgedönsen. Also wenn ich zwei Battlecruiser habe, dann versuche ich mal bei ihm ein bisschen Karacho zu machen. Dann versuche ich mal bei ihm langsam aber sicher ein bisschen die Hafenanlagen zu zerdeppern. Okay, mir ist kein vierter Revolutionär eingefallen, deshalb heißt das vierte Schiff jetzt erstmal Delenda Carthago. Was natürlich von einem römischen Senator gesagt wurde, Karthago muss fallen oder Karthago muss zerstört werden. Womit ja. Er üblicherweise seine Reden geschlossen hat. So nach dem Motto, egal worum es geht, im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird. So ganz beiläufig, habe ich euch schon erzählt, Karthago muss fallen. Hi. Ja, ich bastle jetzt gerade noch ein... ich muss noch kurz warten, bis ich das fünfte Ship of the Line bauen darf. Mir fehlt gerade Holz. Oh. Und das hier sind nur... Warum sind das nur Öllager? Ich habe jetzt zum Glück nur 700... Nils, wir haben ein Problem. Warum? Ich habe hier ein Lagergröße 2300. Ja. Das Lager ist voll. Mit Öl. Ja. Ja gut, ich habe auch knapp 1000 Tonnen Öl bei mir. Ich glaube, du kannst deine heimische Ölproduktion einfach vernichten und SARS-CoV-2 Öl. Ja, warte, erstmal mache ich jetzt hier ein zweites Kraftwerk an, was nicht mal eine... Gut, Nils, gut. Schön, dass du Kraftwerke anschließt, die nicht mal eine Verbindung haben. Möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt hier über das Eiland einfach rüberballern, aber ich muss darüber ballern. Jo, okay. Ich mach das Kraftwerk erstmal wieder aus. Now, where was that master switch?
Weil ich brauche das ganze Stahl erstmal für meine Schiffe. 60 Tonnen Stahl pro Schiff. Oh, ne? Produziert ein bisschen sehr wenig Stahl. In Corona war das mit dem coolen Dude, ja, da ist der Wachtmeister. Aktuell produziere ich sogar minus 3 Stahl. Oh. Das ist ungünstig. Ich verbrauche mehr Stahl, als ich produziere. Wie peinlich ist das denn bitte? Wofür verbrauchst du Stahl? Das frage ich mich auch zwischendrin immer wieder. Kanonen gerade verbringen? Jetzt. Nee. Also ich verbrauche Stahlträger gerade. Verstehe gerade. Hä, wofür verbrauche ich Stahlträger? Hä? Aktuell brauche ich doch keine Stahlträger, Junge. Willst du mich verarschen? Ich lasse den jetzt einfach machen. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Wir hinterfragen es einfach nicht. Ich finde es übrigens gut, dass wir wieder 13... Oh lol, ich kann fast schon einen Palast bauen. Nein. wo siehst du, dass du Stahl im Minus bist? Und auf welcher Insel? Mausmoor. Ja. Und dann Stahlträger. Musst du mal gucken. Storage, Stahlträger. 4 Produktion, 0 Nachfrage. Ja, geh mal auf Storage. Geh mal auf Storage. Da hast du wahrscheinlich zwischendrin was gebaut mit Stahlträgern. Das letzte, was ich mit Stahlträgern gebaut habe. Obwohl doch, das könnte das Kraftwerk. Weil das Kraftwerk immer noch so krasse Auswirkungen hat. Naja. Ich muss mal kurz was in deinem Hafen machen. Was denn? Wo denn? Warum denn? Die Lagerdepots. Ah, besser. Haben wir nicht einen Krieg geführt? Ja, haben wir. Ich würde ihn ja auch gerne führen. So, und jetzt lass es. Boten weg von meinen Lagern. Nee. Achso, warte mal. Und das nächste Battleship ist, also der nächste Battlecruiser ist auf dem Weg. Because everyone knows pirates like doubloons. Ich muss mal kurz warten, 2 Minuten noch. Dann kann ich Jean Lafortune mal wieder. Obwohl. Friedensvertrag. Fertig. My people will be glad to hear it. Anarchists enjoy surprises. I pride myself on that good grace, no matter the... Achso, warte. Jetzt habe ich das gar nicht richtig angeguckt. Economy. Also wir sind deutlich besser in der Ökonomie, aber er ist deutlich stärker, er ist wirklich bedeutend stärker offiziell im Militär als wir, aber... Das stärker leitet sich ganz einfach davon ab, dass er vor jeder seiner Scheißinsel 3 Türme hat. 4 teilweise. 4 teilweise schon? Oh. Hm? Wie gefährlich. Wenn du dir Insula Sublimis anschaust, da gibt es 4 Türme. Ja gut, dann
Aber das ist auch sozusagen seine Hauptinsel. In Cape Trelawney. Genau. Ja. Ich werde jetzt ihn in der neuen Welt mal fertig machen. Dann nehme ich die ganze Crew mal mit und schicke sie gen Nordpol. No. Und dann wird er da platt gemacht. Ich muss jetzt halt knapp ein paar Minuten warten. 13 Minuten muss ich halt jetzt warten, bis das andere Schiff fertig ist. Man merkt, die Produktion von Kriegswaffen. Ne? Läuft dann halt. Ja. 130% langsamer als ursprünglich. Ja, passiert halt mal. Wie sieht das eigentlich hier aus? Wow. Oh.